Regina Pollack. Ja, einen schönen Nachmittag. Dankeschön für die Einladung. Und ich steige gleich ein mit zwei Beobachtungen, die ich als nationale Repräsentantin in der Österreich-Delegation an der Kontinentalsynode in Prag gemacht habe, in Bezug auf die Frage, welche Rolle spielt Theologie, insbesondere deutschsprachige wissenschaftliche Theologie in der Weltkirche. Und ich erzähle das, weil ich das für paradigmatisch für diese Frage auf weltkirchlicher Ebene halte. Zwei Beobachtungen. In Prag habe ich eine maßgebliche Bedeutung der wissenschaftlichen Theologie weitgehend vermisst. Das Verständnis von Theologie erschien mir höchst divers und auch zum Teil un- und unterbestimmt. Also stellt sich als erste Frage, welche Theologie eigentlich? Und dann habe ich auch noch beobachtet, und das war heute schon Thema, schwerpunktmäßig bei vielen osteuropäischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, eine Unkenntnis und auch eine gewisse Aversion gegen die deutschsprachige wissenschaftliche Theologie, zu der wesentlich, und das scheint mir eine zentrale Frage zu sein, die kritische und auch theologische Rezeption von Ergebnissen säkularer Wissenschaften gehört. Und auch das, was die Frau Professor Haller angesprochen hat, die theologische Würdigung von gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen Gegebenheiten. Das ist nicht selbstverständlich. Die Folgen davon werden und wurden dort vor allen Dingen bei sexualethischen Fragen sichtbar, aber eben auch bei der Frage der Rolle der Frau in der Kirche. Also der Begriff Geschlechtergerechtigkeit kommt aus den Sozialwissenschaften. Wie kann er gewürdigt werden theologisch? Genderfragen, Strukturfragen kommen aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich. Theologie, so wie ich sie dort erlebt habe, steht primär im Dienst der Entfaltung des Lehramts, wird aber als eigenständige Wissenschaft, die im deutschsprachigen Raum ja zugleich auch im säkularen Wissenschaftsdiskurs bestehen muss, nur sehr schwer anerkannt. Außerdem schienen mir bei einigen Bischöfen grundlegende Positionen des Zweiten Vatikanischen Konzils, geschweige denn deren theologische Reflexion, nicht rezipiert zu sein. Und das hat sich, na, das meine ich gar nicht so lustig, ja. Das hat mich eher beunruhigt, und ich glaube, man kann es auch erklären, ja. Das hat was mit politischer Geschichte zu tun, ja. Das ist ja auch eine Region, die lange gelitten hat, und das müssen wir im Westen vielleicht deutlicher wahrnehmen, und das wirkt sich natürlich auch auf theologische Bildungsprozesse aus. Trotzdem hat sich das immer wieder in sehr befremdlichen Dichotomien gezeigt, die sich dann auch auf die Frage von Berufen, Diensten und Ämtern auswirken. Also beispielsweise eine Dichotomie zwischen Lehre und Pastoral, die dann in einen hierarchischen Gegensatz gebracht werden. Das heißt, Pastoral wurde als Ort der Umsetzung von Lehre verstanden und nicht als theologiegenerativer Ort sui generis, der, und so steht das ja auch schon in der Eröffnungsrede von Johannes dem 23., in einem zwar spannungsgeladenen, aber wechselseitigen Verhältnis steht. Also Pastoral und Lehre erschließen einander, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das dort so gedacht wird. Ein anderes Beispiel war dann für mich, dass ich mir gedacht habe, Lumen Gentium 8 zum Beispiel ist auch nicht bekannt, das habe ich dort dann auch vorgelesen. Ich zitiere das nicht jetzt ganz, aber dass die Kirche aus menschlichen und göttlichen Elementen zusammenwächst und dass nicht zwei getrennte Bereiche sind, sondern die eine komplexe Wirklichkeit bilden, dass das meiner Wahrnehmung nach so nicht gedacht wird, was nämlich die Begründung dafür ist, dass man auch sozialwissenschaftliches oder soziologisches Wissen theologisch ernst nimmt. Das hatte zur Folge, dass geistliche Fragen immer wieder in den Statements gegen strukturelle Fragen ausgespielt worden sind und letztere als nebensächliche, nicht eigentliche Fragen abgewertet wurden. Das ist so ein Bereich. Der zweite Bereich ist, bezieht sich darauf, dass Papst Franziskus den synodalen Prozess ja primär als geistlichen Prozess anlegt. In den sogenannten Anhörkreisen als bevorzugter Methode stehen daher die Geistesregungen der Einzelnen, das einander zuhören, das Anliegen, die Sicht des anderen verstehen zu lernen und die Unterscheidung der Geister im Zentrum. Das halte ich an sich für einen großartigen und auch notwendigen Zugang, um der Erkenntnis des Willens Gottes in der Kirche und für die Kirche Raum zu schaffen.
Aber es bringt Probleme mit sich, die zwar nicht notwendig, aber faktisch auch die wissenschaftliche Theologie in unserem Verständnis in Schwierigkeiten bringen. Und zwar spätestens bei der Unterscheidung der Geister, wo aus meiner Sicht erkenntnistheoretisch nicht geklärt ist, wie hängt die Unterscheidung der Geister mit theologischen Argumentationen zusammen. Einige dieser Schwierigkeiten seien benannt. So habe ich das erlebt, der Heilige Geist und eine intellektuelle Rationalität stehen als Gegensätze unvermittelt nebeneinander. Das konfliktive Ringen um Argumente und intellektueller Diskurs werden als Weg zur Erkenntnis des Willens Gottes nur sehr schwer anerkannt. Und viele Beteiligte und auch manche Bischöfe hatten keine Erfahrung oder Übung mit dieser anspruchsvollen Methode. Und auch wenn ich den Glauben nicht bestreite, also ich sah dort viel tiefen Glauben und auch viel geistliches Leben, habe aber trotzdem den Eindruck bekommen, geistliches Leben und theologische Bildung stehen da oft sehr unvermittelt nebeneinander. Hinzu kommt, dass durch den Rekurs auf den Heiligen Geist oft Machtverhältnisse ausgeblendet und verschleiert werden können. Also zum Beispiel unterschiedliche Rollen, aus denen jemand spricht und eo ipso, also als Priester zum Beispiel, über mehr Autorität verfügen. Aber ich sah auch das prioritäre Interesse, eigene Positionen durchzusetzen. Auch das muss nicht unbedingt ident sein mit Intellektualität, noch mit Ergriffensein vom Heiligen Geist. Also das ist der zweite große Bereich. Welche Folgerungen schließe ich hier jetzt daraus? Ich habe drei Charismen formuliert. Das war ja auch eine Frage, welche Charismen benötigen wir? Ich habe exemplarisch mir drei jetzt ausgesucht, die ich für wichtig erachte. Wir benötigen Verantwortungsträgerinnen, die sich durch eine gleichermaßen theologisch gebildete wie geistlich vertiefte Spiritualität auszeichnen, weil ich immer wieder eine Tiefe oder eine Spaltung zumindest zwischen dem theologischen Wissen und dem geistlichen Leben wahrnehme. Profundes Wissen paart sich mit unsichtbarer, mitunter abgespaltener oder auch sehr kindlichen Spiritualität. Der Glaube bleibt von theologischer Bildung unberührt, ist auch eine Rückfrage an unsere Ausbildungen, also ich sage das auch sehr selbstkritisch, was heißt das fürs Theologiestudieren, aber umgekehrt auch Spiritualität verzichtet auf Intellektualität. Aber Geist und Intellekt dürfen keine Gegensätze sein, sie stehen in einem unauflösbaren, aber notwendigen Spannungsverhältnis, aus dem heraus erst ein erwachsener Glaube und eine gute Theologie entstehen. Deshalb sollten alle, die in der Kirche einen Beruf, einen Dienst oder ein Amt innehaben, die Möglichkeit haben, miteinander verbunden ein geistliches Leben professionell begleitet zu vertiefen und gleichzeitig und damit vermittelt theologische Weiterbildung erhalten, damit eine theologisch gebildete christliche Spiritualität sich entwickeln kann. Und das halte ich auch für das spezifische Profil unserer Dienste und Ämter. Zweites Charisma: Berufe, Dienste und Ämter stehen in der Kirche unter dem Anspruch des Dienstes. Und das ist auch theologisch vollkommen korrekt. Ich denke an Markus 10,43, bei euch soll es nicht so sein. Wer groß sein will, soll der Diener aller sein. Diese Norm, ja, bezieht sich ausdrücklich auf Herrschaftsverhältnisse. Das kommt in einem Herrschaftskontext vor. Freilich führt ein naives Verständnis von Dienst im Sinn von demütiger Unterordnung und Selbstaufgabe dazu, dass dann bei institutionalisierten Diensten und Ämtern die diesen innewohnende konstitutive Dimension der Macht ausgeblendet und spirituell verschleiert wird. Das führt in der Praxis dazu, dass Frauen, die gleichberechtigte Ansprüche auf Teilhabe an den kirchlichen Ämtern einfordern, unanständiger Machtwille unterstellt wird, aber umgekehrt auch an jene, die institutionelle Letztentscheidungsmacht haben, pauschal der Vorwurf gerichtet wird, deren Entscheidungen seien nur von Machtinteressen bestimmt. Für mich zeigen beide Phänomene, dass Macht für alle Seiten ein böses Wort ist. Und deshalb benötigen wir dringend eine differenzierte Theologie der Macht, die diese bei allen Gefahren, und die muss ich hier nicht erörtern, auch positiv wahrnimmt als Schöpfungsgabe und Schöpfungsaufgabe Gottes, der uns an seiner Macht teilhaben lässt und uns auch ermutigt, sie auszuüben. Liest man die Bibel als Lerngeschichte des Volkes Gottes im Umgang mit Macht,
eröffnet sie zu einem differenzierten Machtverständnis zahlreiche Möglichkeiten. Also Macht als Schöpfungsmacht, auch menschliche, als Fähigkeit zur Ermächtigung anderer, als Teilhabe an der Macht des Königstums Christi, Kontrolle der Macht durch Recht und Gerechtigkeit, die Macht der Ohnmacht, man kann das lang, und das gibt es ja eigentlich auch schon, man kann das lang weiterdenken. Das heißt praktisch, jeder Verantwortungsträger, jede Verantwortungsträgerin muss sich mit der ihr und ihm geschenkten Macht geistlich, theologisch, ethisch auseinandersetzen. Und wir müssen einen kirchlichen Diskurs entwickeln, in dem der Rekurs auf Macht nicht eo ipso als Vorwurf fungiert. Und dazu braucht es eine Theologie der Macht. Dritter Punkt, wir brauchen dringend die Förderung des Charismas der Inklusion oder katholisch die Förderung von Einheit. Aber auch diesbezüglich herrschen theologisch unterreflektierte Vorstellungen. Einheit als Uniformität wurde heute schon Vormittag genannt, aber auch Einheit als Harmonie und Konfliktfreiheit, Einheit als Beseitigung von Unterschieden, Einheit als Unterordnung unter Hierarchien. In Prag hat man sich zum Beispiel so oft zur Einheit bekannt, dass allein das schon verraten hat, wie prekär sie ist. In Prag haben sich auch alle für die Inklusion marginalisierter Gruppen ausgesprochen, aber ein Teil der TeilnehmerInnen hatte kein Bewusstsein dafür, dass es dafür auch einen adäquaten lehramtlichen und rechtlichen Rahmen benötigt, wenn die Inklusion nicht nur zu einer demütigenden Umarmung werden soll. Was wir also brauchen, ist eine interdisziplinäre Theologie der Einheit, denn zum Charisma der Inklusion im Sinne der Einheitsförderung gehören auch handfeste Fähigkeiten, nicht nur Bekenntnis und guter Wille. Also die Fähigkeit zur Ermächtigung und Förderung der Teilhabe anderer, die Fähigkeit, mit Differenz und Konflikten umzugehen. Wir brauchen auch eine Theologie des Konflikts, Klammer auf, Papst Franziskus versucht sowas, in einem Buch wage es zu träumen. Der Einsatz für Gerechtigkeit und auch rechtliche und strukturelle Kompetenzen und die Fähigkeit zu Dialog und Versöhnung, und das sind keine harmlosen Aktivitäten. Zum Schluss, ich glaube, dass diese Charismen, und es gibt sicher noch mehr, aber die müssten bei allen gefördert werden, die in der Kirche einen Dienst, einen Beruf oder ein Amt ausüben. Und Personen, die über diese Charismen verfügen, sollten auch mit entsprechenden Diensten, Ämtern und Berufen betraut werden. Ich warne allerdings davor, und vielleicht mache ich mich da jetzt unbeliebt, diese Charismen und die damit verbundenen theologischen Fragen primär und ausschließlich an Geschlechterdifferenzfragen festzumachen oder über diese auszutragen, schon allein aus strategischen Gründen. Also Beispiel, Frauen sind aufgrund ihres Wesens inklusiver oder dienstfertiger. Das mag empirisch zutreffen, aber wir wissen, dass das, oder ich glaube zumindest, dass das soziologische, kulturelle, historische Gründe hat. Und man weiß ja auch, dass man als machtbewusste oder konfliktfreudige Frau in der Kirche relativ rasch Schwierigkeiten bekommt. Wenn man das nur an der Geschlechterfrage festmacht, ist die Gefahr groß, dass man für Frauen eigene Ämter schafft, also mariologisch bestimmte Dienstämter, und die Geschlechterrollen in der Kirche dann noch fester betoniert werden. Angesichts dieser Situation schlage ich also vor, dass man diese Grundlagenfragen, also das Verhältnis von Geist und Intellekt, Dienst und Macht, Einheit und Vielfalt, interdisziplinär theologisch vertieft, und da möchte die praktische Theologie auch gern dabei sein, und die Geschlechterfrage dann innerhalb dieses Kontexts diskutiert, weil wir uns sonst in fruchtlosen Dichotomien und Geschlechterkämpfen verlaufen. Dankeschön.